der schlimmste TikToker aller Zeiten dann ein Name eingefügt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, warum dieser TikToker angeblich der schlimmste TikToker aller Zeiten ist. So. Das ist soweit. Also nach diesem Video muss ich mich dringend einweisen lassen, weil es ist an ekelhaften Verhalten kaum zu unterbieten. Ihr kennt doch mit Sicherheit... Irgendwie gibt es mir gerade ganz leichte Flashbacks an Max Emre. Ich glaube, das ist genau jetzt auch ein Flashback, der hier eingeblendet wurde. Alle Max Emre, also diesen PS5-Spendenbettler. Nee. Der wurde ja mit... Servus Romeo. Junge, nice, dass du reinschaust. Alles fit? Mittlerweile auf Twitch gebannt und kann jetzt dort auch nicht mehr streamen, weshalb der jetzt wieder seine Shows auf TikTok abzieht. Ist zwar absolut beschissen, was der dort macht und wie er dort die Leute verarscht. Ehrenmann, Alter. Er wird einfach auf Twitch gebannt und gönnt sich einfach genau denselben Shit noch weiter auf TikTok, weil auf TikTok hat er ja anscheinend keine Konsequenzen zu befürchten. Aber ich hoffe, dafür bekommt er noch sein Karma. Aber was es sonst noch so für Battle-Streams auf dieser Plattform gibt, das... Das ist eigentlich krass, das ist so ein Trend, sich irgendwie entwickelt hat zum Battle-Trend, dass man da halt nach Geldern bettelt. Finde ich schon ein bisschen sad halt. Vor allem ist es ja auch so, dass er auch schon mehrfach seine PlayStation, für die er nach Geld gebettelt hat, ja finanziert bekommen hat, aber sie trotzdem nicht gekauft hat, einfach ein neues Battle-Ziel aufgemacht hat, trotzdem nochmal für eine PlayStation. Ja, schon sehr fragwürdig auf jeden Fall. Gut, ja, bei mir auch alles gut. Junge, freut mich, dass bei dir alles fit ist. Das ist unterirdisch und noch mal schlimmer als das, was Max Emre dort macht. Normalerweise ist es ja so, dass es Livestreamer gibt, die ihre Zuschauer unterhalten wollen, indem sie auf Sachen reacten, irgendwelche Spiele spielen und so weiter. Das mache ich ja unter anderem auch schon seit vielen Jahren und man kann eigentlich schon fast sagen, dass es das Fernsehprogramm teilweise für viele Leute ersetzt hat. Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Ich schaue im Fernseher so gut wie gar nichts mehr. Wenn ich im Fernseher was schaue, sind es mal Nachrichten, ansonsten ein paar Tierdokus oder so. Oder allgemein Dokumentationen übers Weltall und so ein Stuff. Das kann man aber inzwischen ja auch im Internet schauen, in den Mediatheken. Aber so overall schaue ich schon größtenteils viel YouTube, muss ich auch sagen. So gut wie gar kein Fernseher. Zumal Fernseher ja auch, also so herkömmliches Fernseher schaue ich halt gar nicht so. Keine Ahnung, ProSieben oder was es da gibt. Weil ich fühle das auch nicht. Es ist so viel Werbung, Alter. So viel Werbung, die da läuft. Da schaust du irgendwie 5 Minuten Film und dann kommt irgendwie 20 Minuten Werbung erstmal. Wieder 5 Minuten Film. Richtig lächerlich. Ja, deshalb gibt es auch immer wieder freiwillige Supporter, die halt den Streamern Geld spenden, weil sie sagen, sie möchten sowas einfach unterstützen und dem Streamer natürlich auch eine Freude bereiten. 500 Euro Donation. Ah, das finde ich aber schon ein bisschen krass. Also ist schon eine heftige Ehre auf jeden Fall, aber auch schon richtig krass, 500 Euro zu donaten. Aber das ist natürlich auch immer so Ansichtssache, wenn für jemanden 500 Euro Peanuts sind, dann ist es ja auch Wayne, aber für mich wären 500 Euro schon viel. Also ich fände es halt schade, wenn Leute selber nicht so krass viel Geld haben und dann 500 Euro donaten, das finde ich dann schon ein bisschen sad, aber wenn die das Geld haben und es die halt nicht juckt, wenn die weg sind, dann gut, sollen sie halt machen, ne? Ich meine, man wird ja als Zuschauer dort kostenlos unterhalten und wenn man dann halt einen kleinen finanziellen Beitrag mit dazu liefert und dazu auch noch persönlich spenden kann, ist das ja an sich eine sehr, sehr coole Sache. Und da sage ich persönlich auch gar nichts dagegen. Denn das Geile ist ja, du musst dort niemanden finanziell unterstützen, so wie es beim Fernsehen ist, wo du GEZ-Gebühren bezahlen musst. Doch was jetzt gerade eben auf TikTok abgeht, das macht mich wirklich auf sehr, sehr vielen Ebenen sehr, sehr wütend. Und bevor ich jetzt mit diesem TikToker loslege, möchte ich noch was viel Wichtigeres sagen. Und zwar geht bitte nicht rüber und beleidigt ihn, das bringt halt einfach gar nichts, sondern klärt vielmehr eure Geschwister oder auch User im Internet auf, was diese Streamer da eigentlich abziehen und was das für eine Verarsche ist. Denn es geht heute um den Ja, gefühlt ist die Zielgruppe von TikTok auch allgemein sehr, sehr, sehr jung. Und das sollte man auf jeden Fall, falls man kleine Geschwister hat, auf Aufklärungsarbeit leisten und denen ein bisschen die Illusion nehmen von TikTok. Ich weiß nicht, entwickelt sich alles in eine ganz komische Richtung. Das habe ich zumindest das Gefühl. Kann auch sein, dass ich einfach alt werde. Wer weiß. Influencer Nino Gashi, der mittlerweile auf TikTok eine Community von über 680.000... Alter, das ist richtig krass. Aber, also, ich möchte es nicht malig reden, weil ich habe nicht mal ansatzweise so viele Follower. Aber ich finde halt auch so, TikTok-Follower haben gefühlt viel weniger Gewichtung als irgendwie YouTube-Follower oder, keine Ahnung, Instagram-Follower kann ich nicht einschätzen, aber YouTube-Follower finde ich und Twitter-Follower finde ich irgendwie krasser so als TikTok-Follower, also 681k ist halt todesviel, aber es hat irgendwie so nicht so den krassen Wert, finde ich, für mich jetzt so, wie wenn sie sagen würden, er hat auf YouTube so viele, also kann auch sein, dass es einfach so falsche Wahrnehmung ist, aber für mich ist das halt so.
1000 Leuten pflegt. Und man kann schon sagen, dass fast jedes Video bei ihm ein Millionenpublikum erreicht. Was wirklich absolut krass ist. Also man kann eigentlich schon sagen, dass der Typ scheinbar ziemlich beliebt ist. Nur kurz zur Info, ich habe mir dort mal ein paar Videos angeschaut und ich weiß auch, warum diese Plattform einfach so eine übelste Kinderplattform ist. Also diese Videos von ihm, die sind wirklich so unfassbar schlecht gestellt mit seiner Mutter, dass man sich eigentlich nur noch als Erwachsener nochmal sein Leben hinterfragt. Er hat mich auseinandergenommen. Junge. Er gönnt sich. Bin selber gar nicht auf TikTok, habe es auch nicht runtergeladen. Also, bei mir ist es so, ich habe TikTok. Kann man so oder so sehen. Ich finde ganz lustig, was halt da teilweise gepostet wird. Wenn du einen richtigen Algorithmus hast, kriegst du auch Sachen vorgeschlagen, die dich halt interessieren. Bei mir sind es meistens irgendwelche Memes, irgendwelche Gaming-Memes oder irgend so ein Shit. Was ich dann eigentlich auch oft ganz lustig finde. Vieles hat aber auch ziemlicher Trash. Und der, was ich halt auch so an Erfahrungen gemacht habe, ist, dieser TikTok-Algorithmus ist halt übelst kurzlebig. Also er pusht gefühlt irgendwelche Videos so und dann sind die irgendwie so 2-3 Tage irgendwie präsent und dann sind sie einfach weg, wenn überhaupt so lang. Bei YouTube ist es ein bisschen anders. Da lädst du ein YouTube-Video hoch und da werden mir auch noch irgendwie an der Sidebar irgendwie 5 Monate alte Videos vorgeschlagen. Also so richtig alte Sachen. Und die kann man sich ja trotzdem gut gönnen, weil die halt interessant sind. Aber auf TikTok habe ich so das Gefühl, es ist alles so, boah, Masse, alles muss raus und dann irgendwie ist es auch einfach instant wieder weg. Und irgendwo in irgendwelchen Untiefen verschimmelt es dann. Aber an sich ist es schon eine lustige Plattform. Da ist halt maximal viel Cringe unterwegs auch. Diese ganzen Trends, die fühlt ihr alle auch gar nicht. Da gab es ja auch vor einiger Zeit mal diesen Scoop. Ich glaube, das hieß Scoop Challenge. Da haben die Leute sich so ein Trainingsbooster, quasi das Pulver einfach direkt in so einem Scoop ins Maul geballert, ohne es mit Wasser zu mixen. Und da gab es dann halt auch die ersten Fälle von Heart Attacks, also so Schlaganfällen. Da sind literally sogar schon Leute dran gestorben einfach, ne? Also wegen solchen dummen Trends. Und so ein Zeug wird halt begünstigt durch TikTok. Vor allem auch durch die ganz junge Zuschauerschaft bzw. Userbase, die dann halt das einfach so komplett, ohne es zu hinterfragen, einfach nachmacht und dann einfach halt sterben kann. Also wirklich, das ist einfach nicht mehr zum Lachen. Das ist diese Plattform und diese Challenges, die da halt rauskommen, sind einfach gehirnverbrannt teilweise. Auch diese Tide Pod Challenge, die rauskam, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, wo die Leute angefangen haben, Tide Pods zu essen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Diese Plattform hat einfach Probleme. Hat wirklich einfach nur Probleme. Wenn man sich sowas anschaut. Also RTL 2 ist wirklich ein Witz gegen diese Schauspielkünste dort, aber darum soll es eigentlich gar nicht gehen, weshalb ich jetzt auch kein Video davon einblende. Es geht nämlich jetzt in diesem Video viel mehr um seine Livestreams, die er macht, wo er Leuten animiert, dass sie ihm Geld spenden sollen. Und diese Spenden sind nicht gerade sehr niedrig, diese Spenden sind extrem hoch. Und jetzt könnte man ja sagen, ey yo, lass ihn doch seine Livestreams machen, gönn ihm doch einfach. Ich meine, der unterhält ja auch seine Zuschauer. Aber nein. Ja gut, wenn er es komplett normal macht, ist ja kein Stress. Manche Trends sind sehr lustig, aber 90% einfach, I don't know. Ja, also ich finde auch, es gibt viele lustige Trends, aber es gibt auch sau viele cringe oder gefährliche Trends. Also entweder eben, wie gesagt, so Tide Pod oder diese Scooping Challenge, weil es ist ja so, dieses Scooping, das ist ja so ein Workout Booster und da ist todes viel Koffein drin und wenn du das halt dann instant gönnst, ohne es irgendwie mit Wasser zu vermischen, dann hast du übelstes Koffein im Blut. Dein Puls explodiert einfach, kannst Herzrhythmusstörungen kassieren, eben Herzinfarkt dann. Oder irgendwelche Gefäße im Kopf einfach platzen so und du hast irgendwie Verblutungen im Schädel. Also das ist halt überhaupt nicht zum Spaßen und da wird halt sowas halt so richtig ausgelebt auf TikTok. Und das finde ich halt übelst unangebracht. Auch vor allem vor dem Hintergrund, dass es so viele junge Leute da gibt, die das halt überhaupt nicht hinterfragen und sich denken, oh, lustig, komm, lass den Trend nachmachen. Und dann machen die das und dann landen sie dann im Krankenhaus. Also das ist überhaupt nicht zum Spaß. Und dann gibt es auch noch so richtig viele Cringe-Trends. Da gab es auch diese, also da, abgesehen davon gab es ja auch noch diese Blackout-Challenge, wo sich irgendwelche Leute stranguliert haben mit irgendeinem Gürtel oder so, bis sie dann ohnmächtig geworden sind und dann ihre Reaction davon gefilmt haben, dass sie es lustig fanden oder was auch immer. Und dann gibt es halt auch so viele Cringe-Trends. Also zum Beispiel das wurde auch schon mal irgendwo thematisiert, da, ich weiß nicht, wie diese ganzen Trends heißen, aber da haben die Leute sich dann extra hässlich geschminkt und danach halt, oder halt danach, dann gab es so einen Frameskip und dann sahen die halt todes nice aus, so angeblich, mehr oder weniger. Und das haben dann halt auch viele so, sagen wir mal, hübschere Leute so benutzt, um sich selber zu pushen, haben sich halt vorher richtig hässlich geschminkt, obwohl es ja eigentlich dafür gedacht war, dass so hässliche Leute sich dann, oder subjektiv hässliche Leute sich dann halt hübsch machen und dann halt man denkt, oh, Maschallah, die sehen heftig aus. Aber dann haben sich halt so extra hübsche Leute hässlich gemacht,
und dann halt normal gezeigt danach, um halt irgendwie, keine Ahnung, Komplimente abzugreifen, Likes, Fame, Reichweite, was auch immer. Sowas finde ich halt einfach cringe, aber da hat halt jeder seine, also das ist jetzt aber auch nichts krass Verwerfliches, finde ich. Also schon ein bisschen, aber das tut halt niemandem weh. Deswegen finde ich die nicht ganz so schlimm, die finde ich einfach nur unangenehm. Sowas wird mir aber Gott sei Dank auch gar nicht mehr vorgeschlagen vom Algorithmus, aber ich benutze auch TikTok selber ziemlich wenig. Also die letzte Zeit gar nicht mehr. Heute war ich mal kurz wieder drin für 10, 15 Minuten, aber den letzten Monat war ich, glaube ich, gar nicht drin. Also ist jetzt auch keine Plattform, die ich krass vermissen würde, so ist es nicht. Eben nicht. Der unterhält nicht seine Zuschauer. Das Einzige, was er in seinen Streams macht, ist, dass er nach Spenden bettelt. Und das ist schon ein ganz schön großes Armutszeugnis und das finde ich sehr, sehr verwerflich. Also für die Leute, die das noch nicht wissen, er sitzt dort mit einem Gegner an einem Stream und derjenige, der dann zum Schluss die meisten Punkte bekommen hat, der hat dann halt gewonnen. Also allein, dass TikTok so ein Battle eingeführt hat, das zeigt mir eigentlich schon, dass sie einfach nur aufs Geld aus sind. Ich meine, klar, wir leben in einer kapitalistischen... Warte, sorry, das muss ich nochmal kurz gucken. Um was ging es? Irgendwelche Punkte gesammelt? Nicht wissen, er sitzt dort mit einem Gegner an einem Stream und derjenige, der dann zum Schluss die meisten Punkte bekommen hat, der hat dann halt gewonnen. Also allein, dass TikTok so ein Battle eingeführt hat, das zeigt mir eigentlich schon, dass sie einfach nur aufs Geld aus sind. Ich meine, also ich habe jetzt nicht ganz verstanden, inwiefern es da ums Geld geht, wenn es einfach nur um irgendwelche Punkte geht. Würde ich verstehen, wenn man für diese Punkte quasi echt Geld zahlen muss, was es wahrscheinlich ist, weil sonst würde das für mich gerade keinen Sinn machen. Also dass die Zuschauer quasi mit Echtgeld irgendwelche Sachen kaufen müssen, damit der Favorit eben die Punkte bekommt, dann verstehe ich die Aussage vollkommen. Klar, wir leben in einer kapitalistischen Welt. Nichtsdestotrotz ist das schon ein ganz schönes Armutszeugnis, wenn man als Plattform weiß, dass die Hauptzuschauerschaft so vielleicht zwischen 10 und 15 Jahren ist. Aber viel trauriger ist der Fakt, dass jetzt große TikToker genau diese Methode ausnutzen, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und ich zeige euch jetzt am besten mal ein Beispiel, wie das dort in seinem Stream so abläuft. Oh mein Gott, Leute, attackieren ab 50 Sekunden. Wartet, ab 50 Sekunden. Der soll sich freuen. Ab 50 Sekunden attackieren. Ab 50 Sekunden attackieren. Also der Typ, der will jetzt einfach die Leute... Oh mein Gott, ich finde das auch schon wieder so ein bisschen unangenehm, wie das halt alles aufbereitet wird hier. So. Die meisten Menschen müssen das machen, weil sie sich sonst nicht richtig in die Gesellschaft fühlen. Ist teilweise traurig, aber ist so. Ja, das ist auch jedem das Sein. Also wenn es halt... Also kommt jetzt drauf an, was genau du meinst, wenn es um diese... was ich jetzt vorhin als Cringe-Trends bezeichnet habe, wo man sich selber halt möglichst nice darstellt, die sind zwar fragwürdig, finde ich jetzt aber nicht besonders mega schlimm, weil es ja auch so ist, dass die Leute halt davon keinen Schaden, also zumindest keinen körperlichen Schaden in erster Linie, davon tragen können, im Gegensatz zu diesen anderen Blackout-Challenge, Tide-Pod-Challenge oder was es auch immer gab. Deswegen finde ich nur zweitrangig kritisch, auch wenn sie nicht geil sind, weil das natürlich falsche Werte vermittelt. Aber ich, also... da kann ich den Punkt auch verstehen, also wenn es da um die zweiteren ging da. Also die Cringe-Trends, die, wie ich sie bezeichne. Dazu richtig anheizen und motivieren, dass sie ab 50 Sekunden so richtig viel spenden sollen, damit er möglichst viele Punkte bekommt und dann später als Gewinner aus diesem Battle rausgeht. Und das Ding ist jetzt auch... Also es geht wirklich um Spenden, dass sie spenden müssen, damit er Punkte bekommt, okay. Ja, finde ich auch fragwürdig, dass es überhaupt so ein Format gibt auf der Plattform. Aber damit können sie natürlich die Umsätze anheizen. Also es ist halt einfach so. Ist halt einfach Marktwirtschaft, ne? Aber finde ich halt schade, dass dann halt so drum gebettelt wird und sagt, ja, gib mir Geld, damit ich gewinne halt for what einfach. Also wäre was anderes, wenn er sagt, boah, jeglich, also wenn ich gewinne oder auch wenn ich nicht gewinne, jegliches Geld, was bei mir so durch die Spenden reinkam, die spende ich einfach an irgendwie eine Organisation oder so, dann wäre es halb so verwerflich. Aber ist ja trotzdem auch ziemlich fragwürdig gerade, so in der Form. Man kann dort auch kostenlos Punkte vergeben. Das Problem ist, man kann immer nur so einen Punkt vergeben und damit kannst du halt nicht wirklich einen Battle gewinnen und nicht viel dazu beitragen. Und wenn du ihm halt Geld spendest, dann bekommt er auf einmal sehr, sehr viele Punkte dazu und er kann schon möglicherweise viel, viel eher dieses Battle gewinnen. Deswegen spenden dort auch so viele. Und guckt euch jetzt mal an, wie das bei ihm aussieht und abläuft. Team Gas, Motivation! Leute, 50 Sekunden! Attackieren! 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 Es geht los! Oh mein Gott, wisst ihr, woran mich das erinnert? Es gab doch diese Serie, diese, ich weiß nicht, diese, wie nennt man die denn? Diese Gewinnshows, die halt immer richtig spät gelaufen sind, wo so ein Board war mit so 5 Begriffen, die alle zugedeckt waren und hat er gesagt, ja, errate das Wort und dann musste da irgendwann irgendjemand anrufen und die sind auch immer richtig ausgerastet, die Moderatoren haben auch gesagt, jetzt, 5 Sekunden noch, schnell, schnell, pusht euch. Das erinnert mich irgendwie genau richtig hardcore einfach an diese Szenen.
Junge, wie er sich sicher gefühlt hat, dass der ab 50 Sekunden alles gewinnt und dann verliert er trotzdem. Du Keck, Digga. Aber passt jetzt einfach mal auf. Der hat jetzt mit diesem Battle, man hat das rechts oben gesehen, über 50.000 Punkte gesammelt. Und nur mal so zur Relation, wenn man sich das einfach mal durchrechnet, wenn das jetzt alles gespendete Punkte sein sollten, also wenn diese ganzen 50.000, Junge. What the fuck? Sind 750 Euro etwa, oder? Also so grob überschlagen. Bisschen weniger vielleicht. Mit einem so einem Battle, das ist schon richtig heftig. Ich weiß jetzt nicht, ob er halt das ganze Geld behält oder ob er da 50% an TikTok abgeben muss. Ist ja bei Twitch auch so, die Subs kriegt man so 50-50. Also 50% kriegt eben derjenige, der gesubbt wurde und 50% kriegt Twitch. Also wenn es da auch so ist, ist es trotzdem halt noch viel, aber es ist schon nicht wenig, 50.000. Also ich hatte da gar keinen Bezug dazu, wie viel Geld das ist. 1.000 Punkte, alles gespendete Punkte sind, dann hat er umgerechnet 750 Euro an Spenden bekommen. Und trotz, dass der gerade eben einen hohen dreistelligen Betrag definitiv gespendet bekommen hat, guckt er zum Schluss traurig, weil er dieses Battle verloren hat. Und das Problem an der ganzen Sache ist halt auch einfach seine extreme Reichweite. Der hat dort teilweise über 10.000 Zuschauer in seinen Livestreams und der hat dort wahrscheinlich auch richtig viele Kinder, die das dort abfeiern und die auch diese Battles... Also ich weiß jetzt nicht, wie lange dieses Battle ging, ne? Aber 750 Euro für die kurze Zeit, die schmecken schon, ne? Würde ich jetzt zwar nicht machen deswegen und auch nicht so in der Form, aber finde ich schon krass. Finde ich schon richtig krass, dass so viel Geld da fließt halt mit so einem kleinen Kackbattle. Abfeiern und die verstehen natürlich diesen Wert von diesen Coins, von diesen Tokens gar nicht so richtig und dann laden die sich irgendwie Geld auf, holen sich irgendwelche Paysafe-Cards, um denen dann halt einfach Geld zu spenden. Und das finde ich einfach unfassbar verwerflich, weil hierbei wird wirklich nur auf das Geld von anderen Menschen geschaut. Also wenn ihr mich fragt, ist das einfach nur eine moderne Art und Weise, wie das Betteln auf der Straße, nur halt mit dem faden Beigeschmack, dass es diesen Menschen eigentlich gut geht, die dieses Geld eigentlich wahrscheinlich gar nicht benötigen. Und es werden vor allem dafür Kinder ausgenutzt. Auf der Straße werden ja Kinder eher weniger ausgenutzt, damit die halt irgendwelches Geld geben. Also herzlichen Glückwunsch, Nino Gashi. Die Karma-Punkte bekommt man bestimmt dazu, wenn man kleinen Kindern das Geld aus der Tasche zieht. Aber es geht dann noch weiter, denn sowas macht dann nämlich... Also ich finde es überhaupt krass, dass so kleine Kinder so viel Geld reinpumpen können in so eine Plattform. Weil ich weiß noch, also war vielleicht eine ganz andere Zeit, aber als ich so ein kleiner Keck war, also ich hatte nie, also zum einen hatte ich nie krass Geld, dass ich irgendwo hätte reinpumpen können und zum anderen habe ich auch irgendwie nie irgendwie online was bezahlen können, weil ich hatte kein PayPal, weil das hat man ja als Kind nicht. Und so PaySafeCard gut, aber da musst du ja auch erstmal Taschengeld für haben und dann, also ich kann mir das irgendwie gar nicht richtig vorstellen, dass es einfach so ein Ding ist, dass so viele kleine Kinder da Geld donaten, finde ich schon richtig krass. Mich nicht zum ersten Mal. Diese Livestreams macht er nämlich immer, weil er ganz genau weiß, dass er damit unzählige Summen an Geld bekommt. Zum Beispiel streamt er auch unter anderem mit seiner Mutter und selbst wenn dort kein Battle-Stream am Start ist, dann äußert er trotzdem solche Sachen. Wie viele Punkte brauchen wir noch? Wir brauchen noch, 12.000 Punkte nur noch bis Platz 4. 12.000 Punkte noch bis Platz 4. Alter, was passiert dir? Ach du Hellige. Also ich könnte hier wirklich einfach nur kotzen, weil es dem in diesen Streams wirklich nur darum geht, dass er Geld von fremden Menschen gespendet bekommt und das in kürzester Zeit. Dem ist es natürlich auch scheißegal, wie viele Punkte der irgendwo auf TikTok sammelt und welcher Platz der dann irgendwo ist, weil dem geht es natürlich nur um die monetären Aspekte. Also selbst wenn der 4., 5. oder 6. Platz wird und bekommt aber im Monat, was weiß ich, 20.000, 30.000 Euro, dann hat er trotzdem 20.000, 30.000 Euro eingesackt und das ist natürlich ein sehr hoher Betrag. Und wie gesagt, ich kann es komplett nachvollziehen, wenn man freiwillig irgendwelchen Streamern Geld spendet, um die halt einfach zu unterstützen. Ich meine, die freuen sich ja auch dafür und man muss auch sagen, die bieten ja auch eine gewisse Arbeit. Aber wenn man aufgefordert wird, Geld zu spenden und gerade in einem jüngeren Bereich, dann geht das in meinen Augen einfach gar nicht fit und es geht einfach viel zu weit. Das ist in meinen Augen halt einfach nur noch asozial und auch ziemlich respektlos. Und man muss sich jetzt auch mal überlegen, wie undankbar er auch für alles ist. Manchmal bedankt er sich zum Beispiel auch einfach gar nicht für den Support, weil er ja das Battle verloren hat. Oder er sagt auch manchmal, dass man doch einfach mal gönnen soll. Ja, das finde ich auch krass. Also er weiß ja, dass er damit so viel Geld macht. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob er halt das ganze Geld einfach einstecken kann oder ist irgendwie gesplittet wird 50-50. Aber wenn er das Geld einfach so bekommt und dann halt irgendwie noch so auf Trauerklos macht, damit nächstes Mal vielleicht sogar mehr donatet wird, finde ich es auch schon ziemlich verwerflich. Und man muss mir überlegen, 750 Euro, kriegst du das so geschenkt quasi von deiner Zuschauerschaft? Selbst wenn es keine Kinder sind, dann muss man doch irgendwie Dankbarkeit spüren oder halt auch nicht. Also ich würde da auf jeden Fall Dankbarkeit verspüren, auch, aber ich hätte wahrscheinlich auch einen ganz faden Beigeschmack, wenn ich so ganz kleinen Kindern so Geld kassiere, halt auch in den Mengen, weiß ich nicht. Ja, bei mir same, also bin fast 17 und kann nicht online zahlen, aber manche können schon mit 12 heutzutage.
Okay. Ja, vor allem gönnen die das sich dann noch auf TikTok so richtig krass Kohle und donaten das halt so richtig heftig rein, so ohne das zu hinterfragen. Ich, so als kleines Kind, wenn ich so 10, 15 € gehabt hätte, hätte ich halt das gespart, bis ich mir irgendwann mal so ein Game kaufen kann oder eine Konsole oder ein Handy oder irgendwas, was ich halt will. Ich würde auch keine 15, 20 € da bei TikTok reincashen erstmal, wenn ich eh kein Geld verdiene und dann irgendwie 20 € da rein donaten, damit der irgendwie ein Battle gewinnt. Also finde ich schon krass. Vor allem, wenn die Kinder im Schnitt irgendwie 9 bis 13 Jahre alt sind. Also haben die da gar keinen Bezug zum Geld oder was passiert da? Ich kann das Ganze gar nicht so greifen, so, und verstehen. Mein Gott, Alter, Leute, Wallah, das wird so krank. Gönnt einfach. Ja, Mann, wirklich, gönnt einfach. Gönnt mir Geld. Ich unterhalte zwar niemanden und bettel die ganze Zeit nur nach Geld, aber ihr gönnt mir doch einfach. Ich mach zwar nichts und trage auch nichts zur Gesellschaft bei, aber gönnt mir doch einfach. Also wirklich, ganz, ganz fetten Respekt, damit Geld zu verdienen. Ich denke, das ist auch gar nicht verwerflich und man steht auch komplett dahinter. Und das Problem ist eigentlich auch diese TikTok-Generation, die einfach viel zu dumm und zu naiv ist, um das nicht zu verstehen, was er dort eigentlich im Schilde führt. Also ihm geht es natürlich nicht darum, irgendwelche Battles zu gewinnen, sondern möglichst viel Geld einfach damit zu bekommen. Aber schaut euch jetzt einfach mal an, wie unfassbar ekelhaft er jetzt nach hohen Donations battelt. Ohne Witz, das macht mich wirklich krank. Es gibt einmal Rakete, dann gibt es was noch. Was gibt es für neue Spendendingens? Planet und Poolparty. Das sind drei neue Spenden, die hier rein, die ihr machen könnt. Die sind geisteskrank, aber ich habe das noch nicht bekommen. Alle haben es schon bekommen, außer ich. Junge. Oh mein Gott, ich will wissen, was diese Dinge kosten. Das ist aber jetzt schon unangenehm. Jeder hat es schon bekommen, außer ich. Und brauchst du jetzt unbedingt eine virtuelle Rakete? Es ist einfach echt übelst manipulativ, vor allem gegenüber kleinen Kindern. Also finde ich auch, geht gar nicht fit. Ich würde jetzt aber trotzdem gerne wissen, was die Dinger kosten. Dieser Poolparty, diese Rakete und das andere, der Planet, der Planet. Also, allein schon vom Namen, da muss man sich ja vorstellen, das ist bestimmt einiges wert. Sei doch bitte ruhig. Es macht nicht wirklich krank. Das ist Fremdscham pur. Also für die Leute, die es noch nicht wissen, man kann sich auf TikTok irgendwelche Tokens oder auch Münzen aufladen, indem man da Geld bezahlt. Mit diesen Tokens bzw. Münzen kann man sich dann sowas wie Pool oder irgendwie ein Warte mal, ich hab's jetzt nicht gesehen, war das schon da? Planet, ein Karussell und so weiter kaufen. Und dieses Karussell kann dann im Stream gespendet werden und dann wird dieses Karussell halt angezeigt und der Streamer freut sich dann darüber, normalerweise. Und der hat jetzt gerade eben drei neue Sachen aufgezählt, die man spenden kann. Und kein Scheiß, zum Beispiel diese fucking Rakete, von der er jetzt gerade eben erzählt hat, dass er die ja noch nie bekommen hat und jeder hat die ja schon bekommen, die kostet einfach fucking 300 Euro. Beziehungsweise hat die. Junge, 300 Euro. Wie kann man so greedy sein auf so offensichtlich manipulative Art? 300 Euro gekostet. Ich finde die nämlich nicht mehr auf TikTok. Und der heult einfach rum, dass er noch keine Rakete gespendet bekommen hat. Bei dem Preis. Aber es wird dann noch viel trauriger. Denn diese anderen Streamer, die sind genauso wie dieser Ninogashi. Die erzählen nämlich auch die ganze Zeit, dass sie Angst. Also das ist auch so ein Faktor, ne? Wenn ich jetzt Streams machen würde und Spenden bekomme, dann würde ich mich zwar über höhere Spenden freuen, aber ich würde mich viel mehr freuen, wenn ich jetzt quasi viele Zuschauer hätte und die alle so 1 Euro, 2 Euro donaten. Also, wenn sie Bock haben natürlich, ne? Und wenn dann so 300 Euro zusammenkommen, würde ich mich tausendmal besser fühlen, als wenn quasi einer kommt und da geforst wird, mir 300 Euro zu zahlen. Weil ich denke so, Junge, als ob der jetzt irgendwie so einfach 300 Euro nebenbei liegen hat. Also, wenn es hat, dann kein Stress, aber im Normalfall fände ich es trotzdem cooler, wenn es irgendwie so kleine Beträge sind und es kommt dann halt so zusammen, anstatt dass irgendwie so, dass so verherrlicht wird, dass hier eine Rakete für 300 Euro, also wenn die 300 Euro gekostet hat, und dann hier push mal rein, so, das kannst du ja gar nicht splitten, das dann, muss dann ja eine Person aufbringen, einfach diese 300 Euro. Da hätte ich auch dann irgendwie schon so ein schlechtes Gewissen irgendwie. Also, dass der danach so krass danach, also bettelt wirklich schon fast, finde ich auch einfach unangenehm. Haben von diesen Ninogashi eingeholt zu werden und deswegen brauchen die richtig viele Punkte und deswegen soll man den spenden. Leute, 6 Minuten noch. Gebt nochmal alles. Bitte, 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 bitte. Wir müssen den Vorsprung abfahren. Wir sind die ganze Zeit auf Platz 1 jetzt und wenn. Der hintere lacht schon, weil er sich so denkt, so, dass das Cash reinkommt und die ganzen Leute es noch reindroppen. Es ist schon echt sad. Wenn er uns gleich auf Platz 2 haut, dann. Alles umsonst. Das wäre so traurig, wirklich. Wir brauchen mindestens 30, 40, 50 € Vorsprung. Sonst eine Rakete wird alles auseinandernehmen bei dem. Ich schwöre, ich bin gerade wirklich sprachlos. Ich bin wirklich sprachlos bei dem, was ich da gerade sehe. Die haben, by the way, zu diesem Zeitpunkt schon 48.000 Punkte eingesammelt. Umgerechnet sind das 750 Euro, die sie halt wahrscheinlich gespendet bekommen haben. Und dann sagen die, gib mir doch mal noch 30.000 bis 40.000 Punkte, weil wir haben Angst, dass der eine Rakete bekommt und uns dann einholt. Sag mal, schämt ihr euch nicht dafür? Ist es euch nicht peinlich, dass ihr irgendwie
irgendwelche Spendengelder einsammeln müsst, dass ihr irgendwie davon vielleicht leben könnt oder so. Ich weiß nicht, was da die Intention dahinter ist. Ich meine, wie wäre es vielleicht mal mit arbeiten gehen, anstatt jetzt so mit verwerflichen Dingen sein Geld zu verdienen? Also ich könnte wirklich ausrasten, wenn ich das sehe. Ich hoffe, dass richtig viele, die auch auf TikTok sind, dieses Video hier sehen und vielleicht nochmal darüber nachdenken, wen sie dort supporten. Aber Leute, passt auf, jetzt kommt wirklich der Hammer. Dieser Ninogashi bekommt jetzt wirklich eine Rakete im Wert von 300 Euro gespendet. Oh mein Gott. Schaut euch jetzt bitte seine Reaktion dazu an. Ich glaube, du hast Rakete bekommen. Guck auf dein Handy. Nein, nein, voila, nein. Aber ich check grad nix. Du hast Rakete bekommen, aber du bist trotzdem Vierter geworden. Oh mein Gott, das war zu... Überlegt euch das mal, da spendet jemand 300 Euro, um dir eine Freude zu machen und dann kommt diese Reaktion. Oh mein Gott, das war zu spät. Oh mein Gott, halt wirklich so übel underwhelming. Vor allem, angenommen, ich wäre jetzt so der richtige Tryhard-Support und würde so, keine Ahnung, ich verdiene 600 Euro im Monat und dann gönne ich so 300 Euro Rakete und dann richtig disrespectful in die Fresse, ich ziehe es einfach so hin. So, zero danke, einfach gar nicht so. Gut, danke, dass ich 300 Euro für eine scheiß Rakete ausgegeben habe an der Stelle. Nein. Ich bin wirklich leicht schockiert gerade, weil das einfach so dreist ist. Wie kann man denn da so reagieren? What the fuck? Der hat sich dann aber später auch noch richtig krass gefreut für die hunderten Euro, die dort gespendet wurden. Ich meine, gönnt euch diese Reaktion einfach. Nino, du bist Erster, Bruder. Freu dich doch mal. Hey! Ich küsse eure Herzen, Leute. Danke wirklich an alle. Wallah, an alle. Junge, was ein Ehrenmann. Also wirklich gern geschehen. Die haben mich gerne da 100 Euro einfach in den Hals geworfen, du Geldgeier. Ich meine wirklich, für diese Qualität an Unterhaltung mache ich das doch einfach gerne. Da spende ich auch gerne mal 100 Euro für sowas. Ich meine, ich persönlich gebe auch alles dafür. Vor allem finde ich es halt schade, dass dieses Battle-Format irgendwie gar kein Ziel hat, außer dass man möglichst viel Geld ansammelt für eine Person. Aber so entertainment-mäßig kommt da ja nicht wirklich viel rum, außer zu sagen, ja, gönn Geld, damit ich Erster bin. Was ist denn das? Also ich finde das irgendwie null unterhaltsam. Ich würde da auch nicht reinschauen. Also es ist schon echt ein bisschen sad irgendwie. Für, dass jemand mir imaginäre Küsse gibt. Vielen, vielen lieben Dank dafür, Ninogashi. Und so jemand hat einfach knapp 700.000 Follower und Millionen an Zuschauern pro Video. Herzlichen Glückwunsch, TikTok. Du hast dich mal wieder von deiner besten Seite gezeigt. Ich werde jedes Mal enttäuscht, wenn ich irgendwo auf TikTok irgendwelche Influencer sehe. Also ich fühle ich. Also TikTok ist irgendwie so eine ganz weirde Plattform, finde ich auch. Also so Mainstream-mäßig. Wenn man sich so hin und wieder ein paar lustige Memes reingönnt, dann ist es schon okay. Aber für so, wenn man da irgendwelchen Influencern so folgt, das ist schon echt oft echt komisch, was da rumkommt. Ich kann eigentlich nur mein größtes Entsetzen ausdrücken. Ich bitte euch, klärt eure Geschwister oder auch andere User auf TikTok auf, dass es diese Livestreamer wirklich nur auf das Geld abgesehen haben und es denen auch scheißegal ist, wer dahinter steckt und ob die einem eine Freude bereiten wollen oder nicht. Die wollen natürlich einfach nur finanziell gut dastehen und was anderes führen die gar nicht im Schilde. Ich meine, wenn man dort so ein Battle verliert und man hat trotzdem 700 Euro in diesem Stream gemacht, dann hat der Streamer eigentlich nur davon profitiert und mehr nicht. Also lasst euch nicht verarschen. Und ganz wichtig jetzt nochmal, nicht jeder Streamer zieht so eine Scheiße ab. Die meisten machen das trotzdem noch als Hobby und auch aus Leidenschaft und ist auch wirklich gut, wenn man die dann auch finanziell supportet. Also von daher gar kein Hate an alle anderen Streamer. Mir ist das jetzt bloß bei diesem TikTok-Beispiel aufgefallen, dass das einfach gar nicht klar geht. Ihr könnt mir jetzt übrigens auch gerne auf Twitch folgen. Ich bin dort jeden zweiten Tag live am Start. Der Link dazu ist in der Beschreibung und damit ihr jetzt auch nichts mehr zum Lachen habt, lese ich euch noch einen sehr, sehr unlustigen Witz von euch vor. Schlechter Witz. Ich habe letztens einen Geisterfahrer getroffen. Der war sehr entgegenkommend. Naja. Ja, das Video fand ich auf jeden Fall richtig cool. Ohne dieses Video hätte ich gar nicht mitbekommen, was auf TikTok so abgeht, weil ich überhaupt nicht in dieser Bubble drin bin. Also könnt dem Alpha Cabin gerne ein kostenloses Abo da lassen, wenn euch der Content interessiert hat und ihr da mehr von wollt. Und könnt mir natürlich auch gerne ein Abo da lassen oder kostenlos reinfollowen. Wäre appreciated.